Mein Name ist Holger Ortlieb, ich bin Geschäftsführer beim Bundesverband der Gipsindustrie. Wir vertreten insgesamt 12 Unternehmen mit 7.000 Beschäftigten und verarbeiten im Jahr ungefähr 7,1 Millionen Tonnen Gipsrohstoffe. Sie sind ja im Bereich Wohnungsbau, haben Sie ja einige Projekte untersuchen lassen, also bezahlbarer Wohnraum. Um was geht es da genau? Ja, Gipsprodukte und Systeme des Aus- und Leichtbaus sind aus dem modernen Bauen gar nicht mehr wegzudenken. Ich möchte Ihnen gerne zwei Beispiele geben. Untersuchungen zeigen, dass im modernen Leichtbau zusätzliche Wohnflächen generiert werden können. Zum Beispiel in bisher ungenutzten urbanen Lagen lassen sich neue Wohnflächen durch Dachaufstockung oder durch Umnutzung von nicht benötigten Büro Raum schaffen. In Deutschland ergibt sich ein Potenzial laut einer Untersuchung der TU Darmstadt von ca. 2 Millionen neuen Wohneinheiten.